Über 10 Millionen Views auf TikTok. I'm building the world's first jacket that protects you from every form of mass surveillance. And you guys are making some of the biggest decisions for me. You guys decided on the rain shell silhouette, but we're not done yet. Eine Faraday Pocket, die jegliche Funksignale blockt und ein eingebauter Balaclava gegen Gesichtserkennung. Die Jacket One von Skinner hat große Runden in der Techwear-Community gemacht und wir schauen heute mal, was das Ding wirklich drauf hat. Mein Name ist Yannick und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Techwear ist besonders für neue Marken ein absolut gnadenloses Genre, denn es sind nicht nur die Mainstream-Namen und Marken, die sich sowieso schon etabliert haben, sondern die Community selbst ist oft auch sehr kritisch gegenüber Versuchungen von Unternehmen, sich in diese Art von Fashion zu positionieren. Wow, really? No interest? DIY big names in techwear making big moves and no one has anything to say? The constant pop-ups on the store are enough to make me never want to buy anything from this company. What a train wreck. You guys specialize in socks and out of stocks? Die Jacket One hier stellt sich nämlich nicht nur als Anti-Surveillance-Jacke dar, sondern auch als wirklicher Alleskönner mit Wörtern wie wasserdicht, atmungsaktiv, aber gleichzeitig auch warmhaltend und super viel Stauraum für jegliche Art von Items. Viele von euch sind jetzt wahrscheinlich schon sehr, sehr kritisch gegenüber dieser Jacke und ich war es am Anfang auch, beziehungsweise bin es zum Teil immer noch. Normalerweise mache ich ja keine Reaction-Videos oder so, aber diese Marketing-Kampagne hier macht mich einfach nur traurig. Mal ganz davon abgesehen, dass es solche Mass-Surveillance-Protection-Jacken schon viel früher gab, als der Kollege behauptet, sieht das Ding einfach nur aus, als hätte sich Minecraft-Steve einen Regenmantel umgeworfen. Trotz meiner sehr kritischen Einstellung gegenüber dieser Jacke und generell der ganzen Marketing-Kampagne kam Skinner auf mich zu und hat gefragt, hey Yannick, hast du nicht Bock auf einen Review? Ich habe ja gesagt, wie ihr an diesem Video erkennen könnt, aber unter folgenden Bedingungen. Das Review ist zu 100% ehrlich und entspricht nur meiner eigenen Meinung. Und bevor das Ding hier rumliegt und ich es sowieso nicht mehr trage, weil ich habe viel zu viele Jacken, wie ihr unschwer hinter mir erkennen könnt, habe ich gesagt, yo, ich will das Ding an euch verlosen. Zu meiner Überraschung hat das Skinner-Team hier sofort zugesagt und ist generell auch offen gegenüber konstruktiver Kritik. Deswegen Pluspunkt von mir. Nach dieser Zustimmung hat es dann auch nur wenige Tage gedauert, bis das Ding vor meiner Tür lag. Wie es sich bei Techwear gehört, ist die Verpackung relativ einfach gehalten, dennoch clean und zusätzlich dabei waren einmal dieser große Sticker, als auch ein Specsheet, welches die Kernfunktionen erklärt und irgendwo habe ich so ein Ding schon mal gesehen. Keinerlei Chemiegeruch, wie man es von anderen neuen Shelljacken kennt, eine interessante Materialwahl, sehr gute Verarbeitung, es wurden durchgehend YKK-Reißverschlüsse benutzt und auch die Seams an der Innenseite sehen wirklich super aus. Eine Sache ist mir dennoch relativ negativ aufgefallen und zwar das Gewicht der Jacke, welches durch ein bestimmtes Feature verursacht wird, auf das wir später nochmal zurückkommen. So, Jacke ist an. Gucken wir mal, wie viel das schöne Ding wiegt. Und rauf da. 76,9, also mehr als einen Kilo. Damit wir so eine kleine Art Guide für das Video haben, würde ich mich einfach an den Funktionen langhangeln, die im Specsheet sozusagen erklärt und aufgelistet sind. Ich habe euch alles unten mit Timestamps verlinkt und anfangen tun wir mit dem Adjustable Hood. An sich wirkt dieser wirklich sehr robust und schützt den Kopf natürlich gut vor den äußeren Wetterbedingungen. Allerdings mit dem Adjustable ist so die Sache. Da sind ja diese Kordelzüge mit eingebaut und ich muss ehrlich sein, die Dinger sind insane schwergängig. Und jetzt kommt mein Dealbreaker. Der Lösemechanismus für die vorderen Kordelzüge ist im Material drin. Heißt, die sieht man von außen nicht. Heißt, ich habe das Ding festgezogen und legit 30 Minuten damit verbracht. Okay, wie werde ich diese Kordelzüge jetzt wieder los, beziehungsweise wie mache ich die Dinger locker? Ich denke, gerade für Anfänger, könnte das schwierig werden, am Anfang das rauszufinden. Hätte ich es nicht gewusst, beziehungsweise hätte Jan mir das nicht gezeigt, als er hier war, hätte ich das, glaube ich, auch nicht mehr rausgefunden. Deswegen, das ist so die Sache. Und da der Hood selbst schon relativ eng am Kopf sitzt und die Bewegungsfreiheit so ein bisschen einschränkt, sehe ich persönlich nicht den Nutzen darin, das Ding noch enger zu machen mit den Kordelzügen. Vielleicht habe ich aber einfach nur einen Riesenkopf. Hinten in der Kapuze ist dann sozusagen das erste Kernfeature verarbeitet. Die Jacke bewirbt sich ja als Anti-Surveillance-Jacke, heißt gegen Überwachung. Und der Balaclava, der hier drin verarbeitet bzw. verbaut ist, ist ein AI-Scrambling-Balaclava. Für Leute, die mit diesen Begriffen wirklich gar nichts anfangen können, hier eine kurze Erklärung. Und zwar das Muster auf dem Balaclava selbst schützt euch gegen jegliche Art von Gesichtserkennung durch Kameras, Software oder ähnliches. Heißt, wenn ihr zum Beispiel durch Hamburg lauft und ein Polizist hinter der Kamera sieht euch und sagt sich, ey, der Typ ist ganz schön sassy, können wir mal die Datenbank nach dem checken? Dann geht das nicht. Die Software erkennt einfach euer Gesicht nicht. Die Meinung, ob jetzt diese Anti-Surveillance-Sache gut ist, ob sie schlecht ist, ob man sie braucht, ob man sie nicht braucht, würde ich gerne euch überlassen und nicht in diesem Video diskutieren. Was ich allerdings diskutieren möchte, ist der Balaclava an sich, beziehungsweise die Funktion des Warmhaltens als auch der Tragekomfort. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan der Idee und auch sehr großer Verteidiger des Neck Gaiters als Feature bzw. Item, besonders für kältere Jahreszeiten. Der Balaclava hier an sich hält das Gesicht natürlich sehr warm und ist gleichzeitig auch atmungsaktiv, heißt man schwitzt nicht instant, nur weil man sozusagen dagegen atmet.
Das Ding ist aber, Balaclavas look technisch halt schon sehr, sehr krass. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute davon ein bisschen abgeschreckt sind, mit einem Balaclava durch die Gegend zu laufen, weil es ja doch ein sehr, ja, ich möchte sagen, fast schon radikaler Look ist sozusagen. Deswegen, da ist so die eine Sache. Zweite Sache ist, one size fits all. Der Stoff ist hier zwar stretchy, ja, aber trotzdem ist dieser Balaclava hier mit Größe S in der Jacke doch schon relativ eng. Also der drückt gut und rutscht sozusagen fast schon hoch in meine Augenecken, Kanten, wie auch immer man das hier oben nennt. Sozusagen, dass ich ihn dann immer so ein bisschen runterziehen muss. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß, es ist super schwer, gerade bei solchen Features, die so schon eingebaut sind in der Jacke, dann das Sizing sozusagen hin und her zu bekommen. Gerade weil der Stoff natürlich auch zu stretchy ist. Aber ich denke, gerade bei Leuten, die so zwischen S und M sind, was die Jackengröße angeht, da könnte der Balaclava dann doch schon wirklich sehr, sehr eng sein. In meiner Hoffnung, dass der Balaclava dann mit der Größe der Jacke skaliert. Sollte man das Ding allerdings nicht am Gesicht tragen, sondern halt hinten verstaut haben, spürt man das Ding wirklich gar nicht. Wirklich großer Pluspunkt hier von mir. Ich habe erst gesagt, okay, wenn man da ganze Zeit so ein Balaclava-Ding hinten im Nacken hat, dann drückt das, stört irgendwie oder so. Nee, aber wirklich gar nicht. Merkt man nicht, dass man da irgendwas hinten hat. Jetzt kommt ein Feature, über das ich leider nur relativ wenig Positives zu sagen habe. Und zwar ist das der Magnetverschluss. Auf der einen Seite bietet er Platz fürs Branding, so dass man es nicht auf die Jacke ballern muss. Und er ist relativ satisfying zu benutzen. Also dieses Klick-Klick bringt schon ein bisschen Spaß, wenn man es macht. Auf der anderen Seite ist er super schwer und macht diese Jacke einfach wirklich nur zu einem Brick. Ich kann mir grob vorstellen, wieso man hier diesen Verschluss eingebaut hat. Und zwar um den Main-Zipper zu verstecken, damit die Jacke an sich halt cleaner aussieht. Aber to be honest, hätte man da auch einfach Klettverschluss nehmen können, dann hätte man halt sich diese ganz schweren Magnete sparen können. Besonders bei einer Jacke mit diesem Gewicht, als auch der Fakt, dass es sowieso eine Hardshell ist, heißt eine Jacke, die man meistens nur dann anzieht, wenn es wirklich regnet oder krassen Wind gibt sozusagen, gibt es hier keine Möglichkeit, sie cool zu verstauen. Deswegen Jacket Sling wäre hier wirklich sehr, sehr cool gewesen. Ja, man kann ihn natürlich im Nachhinein theoretisch noch nachrüsten persönlich, aber ich glaube nicht jede Person hat dazu die Skills bzw. die Möglichkeiten, das mit einer Nähmaschine zu machen. Ein Feature, welches ich allerdings nicht vermisse und sogar sehr, sehr cool finde, sind die Cuffs hier. Und jetzt kann ich endlich mal diese Jacke benutzen, die hier die ganze Zeit neben mir liegt bzw. hängt. Und zwar, die Cuffs an sich finde ich hier wirklich sehr, sehr cool und auch diesen Ausschnitt für den Daumen finde ich wirklich sehr gelungen. Der Unterschied bzw. das Feature bei diesen Cuffs ist sozusagen, dass sie etwas mehr über den Handrücken rübergehen als die normalen Cuffs und somit mehr Schutz bietet. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Mag ich sehr. Ansonsten, die Verschlüsse hier mit Klett funktionieren auch super. Großer Fan davon. Finde ich cooler als Kordelzüge zum Beispiel. Und ein verstecktes Feature und sehr, sehr unterschätzt. Hier drinnen haben wir sozusagen nochmal einen Innercuff. Heißt, wir haben aber einen äußeren Cuff und dann einen inneren Cuff, der auch nochmal sehr, sehr stretchy ist. Heißt, wenn man diese Jacke anzieht, hat man sozusagen den inneren Cuff und das lockt die Jacke sozusagen am Handgelenk fest. Fühlt sich sehr, sehr gut an und wirklich sehr, sehr stabil. Habe ich vorher, glaube ich, noch nicht so gesehen bei einer Jacke. Also keine Jacke von meinen hat das nicht. Weder Acronym noch Orbit G noch sonst irgendeine. Deswegen finde ich wirklich ein sehr, sehr cooles Feature. Und gerade bei krassem Wind oder Regen schützt das natürlich die Arme nochmal, dass dann nicht sozusagen hier hochkommt. Wie auch immer, klar, wenn man die Arme die ganze Zeit unten hat, haha, kommt er sowieso nichts hoch. Aber gerade bei Wind zum Beispiel kann es doch mal der Fall sein, dass bei wirklich sehr, sehr starkem Wind dann hier noch was oben kommt. Und dann hat man sozusagen einen Wind, der hier in den Körper reinschießt. Deswegen, die inneren Cuffs finde ich wirklich sehr cool. Vom kleinsten Feature zum wahrscheinlich größten Feature, und zwar die Faraday Pocket. Das Ding ist riesig und hat legit ein Fassungsvermögen von 2,5 Litern. Also da könnt ihr wirklich ein Auto drin parken. Was das Ding allerdings noch kann, erklärt euch Yannick aus der Zukunft. Hallo, Yannick aus der Zukunft hier, um euch die Faraday Pocket bzw. die Dark Pocket zu erklären. Wenn ihr euch jetzt fragt, Yannick, wieso hast du die Jacke offen? Weil mich dieser Magnetverschluss fertig macht. Und zwar, wenn ich mit dem runtergucke, drückt er mir legit den Hals ab. Das nur mal dazu. Aber egal, jetzt kommen wir erstmal zur Tasche. Und zwar ist diese Tasche ausgekleidet mit einem sogenannten Metallmesh. Dieses Metallmesh soll jegliche elektronische Signale blocken, die rauf oder rein gehen. Ob das Ganze funktioniert, testen wir jetzt mit zwei meiner Handys. Und zwar habe ich einmal mein Freizeithandy hier und dann mein Arbeitshandy. Um euch zu beweisen, dass diese Dinger funktionieren, rufe ich jetzt einmal kurz mein Arbeitshandy hier an. Geben Sie mir bitte eine Minute. Wie ihr seht, funktioniert. So, sollte diese Tasche jetzt auch funktionieren, dann müsste kein Anruf ankommen, wenn ich diese
Tasche benutze, beziehungsweise das Handy in diese Tasche hole. Probieren wir es aus. Handy ist drin, ihr habt es alle gesehen. Ich rufe das Handy an. Kann euch zeigen. Ich rufe an. Aber wie ihr hört und wie ihr seht, nichts. Also, funktioniert. Wie am Anfang gesagt, was ihr da rein tun wollt, ist natürlich euch überlassen, weil wenn das Handy jetzt drin ist, kannst du auch kein Internet empfangen. Also WhatsApp-Nachrichten und Co. bekommt ihr dann auch nicht. Deswegen, ja, ob ihr sie jetzt benutzt oder nicht und in welchem Sinne, ist natürlich euch überlassen. Vielen Dank, Janik aus der Zukunft, für die Erklärung. Wie am Anfang schon erwähnt, passt da wirklich auch einiges rein. Und jetzt kommt der Burner. Und zwar ist dahinter nochmal eine Tasche. Hier ist nochmal ein YKK-Zipper hinten verbaut. Das ist wirklich a little overkill, finde ich. Und zwar generell ist diese Pocket cool. Ich finde so eine Pocket in der Mitte der Tasche eigentlich ziemlich nice für kleinere Dinge wie halt Handy und Co. Das Ding ist nur, dadurch, dass diese Tasche hier so groß ist, zieht sie den kompletten Fokus dieser ganzen Jacke auf diese Tasche rauf. Das ist so mein größter Negativpunkt sozusagen bei einem Ding. Und wenn wir ehrlich sind, ja, sie ist groß, ja, da passt viel rein. Aber kein Mensch möchte so viel in so eine Tasche reintun. So, was soll ich da meinen Wocheneinkauf reinpacken oder was? So, das sieht halt einfach nicht cool aus, wenn ich da hier vorne super viel cool drin habe, beziehungsweise super viel Kram drin habe. So, das sieht einfach nicht cool aus und sieht auch nicht gut aus und dreht sich auch nicht angenehm. Deswegen, mein Tipp an sich, beziehungsweise mein Wunsch für die 2.0er-Variante, wenn es die dann mal gibt, einfach macht das Ding doch ein bisschen kleiner. Macht vielleicht nicht ein Foldable-Ding draus, sondern einfach ladet hier einen Zipper oben. Und cool ist. Ja klar, Acronym hat das schon mal gemacht und irgendwo verbinden dann alle Leute so eine Jacke mit der J1 von Acronym. Aber komm, so, also wenn wir ehrlich sind, so eine Riesentasche brauche ich nicht. Also ich möchte mein Notebook, muss ich nicht vorne tragen. So, das muss aber nicht sein. Deswegen, ja, bei der Jacke bzw. bei der Tasche hier bin ich so 50-50. Ein Feature, welches ich allerdings zu 100% supporte, ist das Belüftungssystem. Und davon haben wir ganze 3 Stück. Und zwar einmal an jedem Ärmel, als auch hinten am Rücken. Und zwar ist hier einmal dieser Stoff, der hier überlappt. Und wenn ich drunter fasse, ist hier ganz dünnes Mesh-Netz, welches sozusagen einfach nochmal mehr Atmungsaktivität ermöglicht. Ich gucke, ob ich das Ding drehen kann. Das ist hier eine ganz wackelige Angelegenheit. Und zwar, guck mal, seht ihr das auf der Kamera? Ja, keiner. Und zwar ist hier das ganz dünne Netz, welches halt wirklich das Ding wirklich sehr, sehr atmungsaktiv macht. Ich habe das Ding heute bei 20 Grad getragen, nur mit einem T-Shirt. Und ich muss sagen, das ließ sich aushalten. Also das war ich echt sehr überrascht. Weil wenn ich ja bei 20 Grad T-Shirt, also ein langer T-Shirt, und dann mit einer Gore-Tex-Jacke rumlaufe, wird schwierig. Also da muss ich sagen, wird sehr, sehr schwierig und fange ich sehr, sehr schnell an zu schwitzen. Deswegen, Belüftungssystem hier wirklich sehr, sehr cool. Das sollten mehr Jacken machen. Bevor wir auf Material und Co. eingehen, hätten wir dann noch ein Feature, und zwar das Taschenlayout. Und das ist auch relativ schnell durchgegangen bzw. erklärt. Wir haben hier einmal 2 Handtaschen an jeder Seite, versehen mit einem AquaGuard YKK Reißverschluss, der sich relativ einfach benutzen lässt und auch nicht an der Hand kratzt. Daumen hoch hier von mir. Dann haben wir am Ärmel noch eine, ja, Kreditkarten, keine Handy-Pocket, irgendwie was dazwischen. Ist leider zu klein für die heutigen Handys. Aber ja, wenn ihr so einen kleinen Kreditkartenhalter habt oder Bankkartenhalter, dann könnt ihr den da gut reinpacken. Und ansonsten die bekannten Snacks natürlich auch. Eine Innentasche ist etwas, was ich mir bei vielen Hardshells mehr wünsche. Diese Jacke hat eine, die aber leider sehr misslungen ist. Und zwar bin ich hier komplett ehrlich mit euch, man hätte einfach eine 3D-Pocket draus machen sollen. In dem aktuellen Status wurde einfach nur eine Lage Stoff genommen, raufgeklatscht, raufgenäht und somit hat die Tasche nicht wirklich viel Platz für auch nur irgendwas und ist viel zu flach und eng. Heißt, einfach ein bisschen hervorstehend machen die Tasche und dann kann man da auch ordentlich Sachen reinpacken. Wie am Anfang des Videos schon erwähnt, ist die Verarbeitung dieser Jacke hier wirklich absolut top notch und auch die Materialwahl sehr interessant. Und zwar generell besteht die Jacke hier aus 100% Polyester mit einem Nylon-Backer und einer 3-Lagen-Stoff-8. Heißt, erste Lage Polyester, zweite Lage Polyester und dritte Lage, heißt die man an der Haut spürt, ist Nylon. Was das Hautgefühl bei dieser Jacke auch wirklich sehr gut macht. Wenn man sich mal Gore-Tex anguckt oder zum Beispiel auch Orbit Gear, kann man diese Jacken wirklich nur sehr, sehr schwer tragen, wenn man nur ein T-Shirt drunter hat. Das fühlt sich einfach nicht cool an. Man hat so plastikähnliches Feeling an der Haut
und irgendwie gibt es auch weniger Atmungsaktivität, aber irgendwo sollte es mehr geben. Es fühlt sich aber nicht gut an. Diese Jacke hier kann man gut mit dem T-Shirt tragen und generell gefällt mir auch dieses matte Finish sozusagen von dieser Jacke und Ripstop, man sieht hier sozusagen so ganz kleine Vierecke drin, finde ich auch eigentlich gar nicht mal schlecht. Sehr interessante Wahl, ist natürlich auch komplett regendicht, komplett windig das Ding, deswegen ja, finde ich sehr cool, dass man da mal was anderes genommen hat als halt die normalen Stoffe sozusagen. Was allerdings alles andere als normal ist, ist der Schnitt bzw. die Größe dieser Jacke und zwar ist das hier Größe S. Und die ist für dich schon extrem oversized. Also ob ich hier es anhab oder jemand, der 1,90 ist, das können wir beide tragen auf irgendeine Art. So, dazu kommt noch, dass sie wirklich extrem boxy ist, was es auch eigentlich nur möglich macht, sie mit wirklich weiten Hosen zu tragen. Ich weiß, auf deren Homepage gibt es sehr, sehr viele Leute, die sie halt mit diesen ja, klassischen, engeren Techwear, Tapered, Strappy Hosen, Techwear-Kram tragen. Hashtag Techwear, by the way. So. Finde ich nicht so cool. Bin ich ganz ehrlich, finde ich nicht so cool. Also mit weiten Hosen, ja, lässt sich das machen. So, aber auch wirklich nur mit weiten Hosen. Enge Hosen, nee, nee, no go. Don't do it. Don't do it. In my opinion, in my honest opinion, sollte man diese Jacke wirklich nur mit weiten Hosen tragen, damit man halt diesen matchy-matchy hat und einfach eine weite, boxige, kantige, klobige Silhouette hat sozusagen. Sieht trotzdem cool aus, finde ich. Weil diese Jacke halt auch selbst schon so viel Fokus auf sie zieht, heißt, wenn man dann eine Hose anzieht, die halt ein bisschen, ja, weniger breit ist in den Proportionen oder weniger voluminös in den Proportionen ist, dann zieht diese Jacke nur noch mehr Fokus auf sich. Und deswegen, man will, wenn man diese Jacke stylt, am besten ein bisschen Fokus von dem wegziehen mit der Hose, heißt am besten matchy matchy, heißt Hose weit, Jacke weit, Welt gut. Es ist Zeit für das Fazit. Yannick, empfehlst du diese Jacke jetzt nun weiter oder nicht? Du sagst, es gibt ein paar gute Sachen, du sagst, es gibt ein paar schlechte Sachen. Was ist denn jetzt überhaupt Sache? Allgemein erstmal vorweg, $325 soll dieses schicke Teil hier kosten, ohne Zoll, ohne Versand, kommt aus Amerika. Generell, DHL Express war innerhalb von, ich glaube, 3 Tagen bei mir, deswegen Versand müsst ihr euch keine Gedanken machen, das geht absolut fix. Also Fingerschnippen, einmal schlafen gehen, aufwachen, bumm, dann liegt das Ding vor eurer Tür. So, qualitätstechnisch kann ich bei dieser Jacke auch wirklich nichts Schlechtes sagen. Verarbeitung super, Stoff super, Ventilationssystem super, Komfort auch gegeben, das ist so die Sache. So, jetzt kommen natürlich meine Gegenargumente. Meine Gegenargumente sind fehlende Features wie ein 2-Way-Zipper, wie ein Jacket Sling, der Magnet-Closure bzw. die Magnet-Closure, wie auch immer man es nennen möchte, muss nicht unbedingt sein. Pocket bisschen zu groß und Hood ist auch jetzt nicht so der Traum, lässt sich aber immer noch benutzen und ist jetzt nicht das Schlimmste vom Schlimmsten. Also, ich denke, für Leute, die diesen Look mögen, die diesen wirklich krassen, bulky, Hashtag Techwear, Cyber Look mögen und auch Hosen haben, die sie mit dieser Jacke pairen können, ist diese Jacke eigentlich relativ gut geeignet. So, kann ich nur sagen, ja, könnt ihr euch ohne schlechtes Gewissen kaufen. Auf der Homepage gibt es, soweit ich weiß, auch eine Rabattaktion. Ich glaube, 10% oder mehr sind da sogar möglich. Deswegen, ja. Das lässt sich schon machen. Ich kann euch nicht blamen, wenn ihr diese Jacke kaufen möchtet. Vielleicht muss sie aber eine Person von euch gar nicht kaufen, denn ich werde diese Jacke auf meinem Discord verlosen. Invite-Link findet ihr unten in der Beschreibung, als auch in dem verlinkten Kommentar. Heißt, ich werde einen Post auf meinem Discord-Server machen. Da könnt ihr dann drauf reagieren mit einem Emote und dann habt ihr die Chance, diese schöne Jacke in Größe S zu gewinnen. Ein großes Dankeschön geht raus an Skinner fürs Zusenden dieser Jacke und dass ich die Möglichkeit habe, diese an euch zu verlosen. Und wenn ihr es bis zu diesem glorreichen Ende des Videos geschafft habt, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, hab euch sehr lieb. Das nächste Video wird wahrscheinlich so ein Jahr. Taschen-Review, kinda thing. Ich habe mir da irgendwas Cooles überlegt. Und ja, könnt ihr euch sehr darauf freuen. Wie ihr seht, Longform-Videos brauchen mal so ein bisschen länger. Ja, blablabla, zeitmäßig und bla und Arbeit und so, oder? Mhm, genau. Ich wünsche euch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Special Thanks dürfen natürlich nicht fehlen. Und hier ein großes Dankeschön an wirklich alle Leute, die unter dem Ayoko-Interview kommentiert haben und großes danke ich auch nochmal an Daniel für dieses Video. Hat mir wirklich insane Spaß gemacht. Ist ein absoluter Ehrenmann. Ich hoffe, euch hat das Interview so sehr gefallen wie mir. Ich kann euch die Kommentare gar nicht auflisten, weil es sind einfach viel zu viele. Aber nur großes Dankeschön. Wirklich großes Dankeschön. Ich freue mich mega, dass euch dieses Interview so sehr gefallen hat. Und jetzt aber bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Hau da.